Hi, herzlich willkommen im Bike24 Workshop. Wir haben eine neue Videoserie für dich kreiert, in der wir dir zeigen wollen, wie du dein Fahrrad zu Hause selbst reparieren kannst, welche Werkzeuge du dafür brauchst und was die richtigen Komponenten dafür sind. Und weil nicht jede Reparatur gleich leicht oder schwer ist, wollen wir dir am Anfang jeder Folge eine Einschätzung über den Schwierigkeitsgrad geben, damit du entscheiden kannst, ob die Reparatur das Richtige für dich zu Hause ist oder ob du das Fahrrad lieber in eine Fahrradwerkstatt geben willst. Also, wenn du mehr über dein Fahrrad lernen willst und kleinere Reparaturen selbst zu Hause durchführen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Das erste Rad, das wir reparieren wollen, ist ein klein wenig in die Jahre gekommenes Cannondale SE und hat natürlich einige Kampfspuren erlebt, die wir beseitigen wollen. Mit wir meine ich den Florian und mich. Flo, schön, dass du da bist. Flo ist aus unserer Bike Assembly und wir beide gemeinsam wollen dieses Rad wieder auf Vordermann bringen. Genau, also wir kümmern uns in der ersten Folge um die Bremsanlage. Du hast schon richtig festgestellt, die Beläge sind durch und auch die Scheibe sind durch. Ich habe aber auch festgestellt, dass hier ganz schön viel Reibung drin steckt. Deswegen würde ich halt auf jeden Fall die Bremsanlage komplett erneuern. Da ist es halt am einfachsten, eine hydraulische Scheibenbremse zu verbauen. Die hat gewisse Vorzüge. Um jetzt einzuschätzen, ob so eine Reparatur für mich als Fahrradmechaniker zu Hause geeignet ist, Einsteiger, Fortgeschrittener oder Profi, wem würdest du so eine Fahrradreparatur zu Hause empfehlen? Da wir halt eine Bremsanlage jetzt zu schaffen haben, geht es auf jeden Fall um Sicherheit. Deswegen würde ich sagen, es ist für Fortgeschrittene, du brauchst halt ein klein wenig Vorwissen und musst dir sicher sein, dass du alles korrekt ausführst. Und gleiches gilt wahrscheinlich auch für die Werkzeuge, oder? Also ich muss ja schon einiges zu Hause haben, beziehungsweise auch ziemlich gut wissen, wie ich die benutze. Genau. Einige Sachen sind halt speziell, aber da kommen wir halt später zu. Ein Entlüftungskit ist halt noch notwendig, aber ansonsten sind die meisten Werkzeuge schon in jedem guten Werkzeugkasten zu Hause vorhanden. Für heute brauchen wir Immo-Schlüsselsatz, gegebenenfalls T-Schlüssel, 15 mm Maulschlüssel, 8 mm Maulschlüssel, Spitze, großen Bauanzugschneider, kleinen Bauanzugschneider, Schere, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Bremsenreiniger, Cuttermesser, Speiche, Pinnenpresse und Leitungsschneider, gegebenenfalls noch einen Lenkerhalter und Isowand. Okay Flo, die Werkzeuge kennen wir jetzt, aber wie weiß ich eigentlich, was ich jetzt genau am Fahrrad verbauen muss? Also wir brauchen halt eine Vorderradbremse, neue Schalthüllen dazu, eine Hinterradbremse und bei der Hinterradbremse benötigen wir noch den passenden Adapter. Bei der Vorderradbremse ist er netterweise schon mit dran geschraubt und auch korrekt schon installiert. Genau, und ansonsten haben wir halt hier jetzt noch weiteres kleines Zubehör, die passenden Schrauben, ein Brakepad-Spacer, dass wenn kein Hinterrad oder Vorderrad drin ist, dass die Kolben nicht falsch rausgedrückt werden. Das ist es eigentlich auch schon. Und wir starten direkt vorne. Wir wollen was an den Bremsen ändern. Die Bremsgriffe, wie ich hier sehe, sind ja auf jeden Fall hier noch ein bisschen verpackt. Das heißt, wir machen wahrscheinlich zuallererst das Lenkerband runter, oder? Genau, so schaut's aus. Das ist halt im Endeffekt das Einfachste. Dann können wir hier schon anfangen. Man sieht hier auf jeden Fall, das Lenkerband wurde gut abgegriffen. Man muss den Anfang suchen. Da ich wenig Lust habe, entsprechend alles perfekt zu suchen, schneide ich hier einfach ab. Ja. Und kann dann halt entsprechend einfach loslegen beim Abwickeln. Lenkerband ist ab und jetzt entfernen wir schon direkt die STIs oder womit machen wir weiter? Wir ziehen in dem Fall jetzt zuerst die Bauanzüge halt heraus. Das Schöne ist, wir haben hier durchgehende Bremshüllen. Die Bremshüllen können wir erstmal drinnen lassen. Dann müssen wir auch noch den Bauanzug von der Schaltung entfernen, dass wir die STIs entsprechend entfernen können. Okay. Genau. Dafür schalte ich jetzt noch in den leichtesten Gang vorne und in den schwersten hinten, dass die Bauanzüge komplett entspannt sind. Hier sieht man jetzt auch schon, da stimmt was irgendwie nicht. Aber das Schöne ist, wir werden es tauschen. Dann wissen wir, das wird funktionieren. Jetzt entfernen wir einen Bautenzug. Vorne den nächsten. Genau, zum Entfernen den Bremsgriff drücken. Manchmal. Und da ist dann der Bremszug eingehängt. Du sagtest ja gerade, es gibt leichte Unterschiede. Ich glaube, die Brems, also zwischen Mountainbike und Rennrad zum Beispiel. Ja. Aber der Unterschied ist doch primär hier oben diese Birne, die du gerade rausziehst, ne? Das ist halt jetzt ein Rennradbremszug. Bei Mountainbike-Bremszügen ist üblicherweise eine Tonne dran. Hat einfach eine andere Form. Genau. Florian, du ziehst jetzt die Bautenzüge raus aus den mechanischen Scheibenbremsen. Wir haben gesagt, hydraulisch hat den Vorteil, es ist leichtgängiger, es ist relativ wartungsarm.
Aber was sind denn Vorteile von so einem mechanischen System? Ich kann mir jetzt so vorstellen, ich bin mit dem Rad mitten in der Wüste unterwegs. Da habe ich wahrscheinlich kein Mineralöl dabei. Das stimmt. Das ist tatsächlich eine ärgerliche Sache bei Hydraulikbremsen. Bei mechanischen hat man halt den Vorteil, der Bremszug hat sich nicht verändert. Es gibt halt nur Unterschiede zwischen Mountainbike-Bremszug und Rennrad-Bremszug. Bei Campagnolo gibt es dann noch mal ein paar andere Sachen, die man beachten muss. Aber du hast vollkommen recht, Bremszug irgendwie zu bekommen, ist deutlich einfacher, wenn man in der Walachei unterwegs ist, wo halt normalerweise kein Mensch mit einem High-End-Mountainbike unterwegs ist. Oder ich kann es einfach mitführen. Mitführen geht natürlich auch. Also man sieht bei meiner Weltumrundung sozusagen. Ne? Bremszug, das ist halt klein, das kann man zwei, drei Stück vielleicht auch noch für die Schaltung passend. Die Bodenzüge mit dabei, einfach in einen kleinen Zipbeutel fertig aus, ist auf jeden Fall eine Option. Nichtsdestotrotz braucht man halt manchmal spezielle Werkzeuge, die dann entsprechend durchzuführen. Aber dazu kommen wir dann halt später. Wie geht's jetzt weiter? Die Züge sind raus. Jetzt können wir schon eigentlich die Schaltbremsgriffe montieren. Nee, sie sind noch verbunden mit der Schaltung. Genau, das ist es. Da müssen wir genau das Gleiche noch machen. Das ist halt... Auch das sind Züge. Das heißt, wir knipsen die durch, ziehen die aus den Leitungen. Wir lösen die nichtsdestotrotz vorher schon. Manchmal ist es dann halt auch einfacher, die rauszubekommen. In der Regel sind das ja alles, was du jetzt gelöst hast Inbusschrauben. Ja. Das heißt also, mit einem normalen Inbus-Schlüsselsatz komme ich da doch eigentlich schon sehr weit. Ja, man kommt damit halt sehr weit. In einigen Fällen gibt es halt spezielle Schrauben, die nennen sich dann Torx. Erkennt man daran, dass die halt eine Sternform haben statt eines normalen Sechskants. Bitte nicht die Werkzeuge irgendwie miteinander vertauschen. Die Schrauben mögen dies nicht, die Werkzeuge mögen dies nicht. So. Es gibt Gründe, warum es unterschiedliche Formen bei den Schlüsseln gibt. Richtig. Hier gibt es jetzt eine kleine Spezialsache mit den STIs. Da kann man sich einen 1,5 mm Inbus schnappen, hier leicht einhaken, oberhalb der Tonne von dem Bodenzug und dann entsprechend herausziehen. So, hier haben wir das schöne Beispiel. Sehr viel Reibung im System. Sollte es nicht so leichtgängig sein, kann ich also auch einfach eine Zange verwenden. Zum Deinstallieren auf jeden Fall. Züge haben wir raus. Genau, jetzt kommen die STIs. Das sind einfache Schellen. Auch die kann ich lösen mit einem Inbus. Genau. Je nachdem, was man hat. Ich zeige es hier mit einem normalen L-Schlüssel. Geht einfach zu lösen. Schelle ab. Schraube raus. Man will die ja nicht verlieren. Die werden wir brauchen. Und einfach abziehen. Die Schalthebel haben wir jetzt ab. Und als nächstes kommen die Laufräder raus. Damit wir uns nicht die Hände schmutzig machen, ziehen wir wieder Handschuhe an. Oh super, ich darf assistieren. Ja genau, du darfst jetzt das Hinterrad herausbauen. Warum ist es jetzt aber notwendig, die Laufräder rauszunehmen eigentlich? Wir wollen die Bremssattel abschrauben. Das geht am einfachsten, wenn halt die Laufräder draußen sind. Und die neuen Bremssattel anbringen, mit der neuen Bremsleitung gleichzeitig durchziehen. Macht sich auch wieder einfacher, wenn einige Bauteile nicht drin stecken. Wir arbeiten ja auch mit Öl, das heißt, es ist bei den Scheiben dann eh blöd, bei den Bremsscheiben. Richtig. Okay, ich habe hier einen Schnellspanner hinten, den kann ich relativ problemlos lösen. Ja. Wo es denn die Kraft zulässt. Genau. Vorne ist natürlich einfacher, aber das hast du super gelöst. So, ja, ich hatte ja Gott sei Dank deine Handschuhe. Ich übergebe das einmal. Jetzt kommen wir da dran, die Bremssattel abzuschrauben. Wir haben dort unten zwei Schrauben, 4 mm Inbus. Ah ja. Das ist jetzt, wenn ich das jetzt so sehe, bei meinem Mountainbike sieht das anders aus. Genau. Das ist eine andere Bremsaufnahme als am Mountainbike. Richtig, hier haben wir Flat Mount. Am Mountainbike ist normalerweise Post Mount oder IS vertreten. Flat Mount ist halt kompakter, leichter. Fürs Rennrad halt. Wenn ich also neue Bremssättel austausche, muss ich auch darauf achten, dass ich die richtigen Bremssättel, ob Post Mount oder Flat Mount, auswähle. Richtig. Ja. Wenn ihr dazu Fragen habt und euch unsicher seid, was das richtige Teil für euer Fahrrad ist, meldet euch bei unserem Kundenservice und die werden uns sicher auf jeden Fall weiterhelfen können. So, Schraube Nummer 1 habe ich. Schraube Nummer 2 kommt. Das Sattel kann gleich einfach runterfallen. Die nehmen wir schon mal weg. Genau. Was wichtig bei den Schrauben ist, das Schöne ist, wir haben hier jetzt Schrauben in einer gewissen Länge. Diese Länge passt halt entsprechend für den Rahmen. Je nachdem, was für einen Rahmen man hat, braucht man halt verschiedene Schrauben. Nur weil es Flat Mount ist, ist es halt nicht gleich die gleiche Schraube. Da halt entsprechend die alten Schrauben mal ausmessen und die neuen dann halt entsprechend bestellen. Oder halt eben den Rahmen vermessen und nach Herstellerangabe die Schrauben auswählen. So, Flo, wir haben jetzt STIs sind demontiert, Bremssättel sind ab. Hier guckt mich jetzt so ein Stück noch Hülse an, wie sagt man, Hülle? Hülle, genau. Und wir haben innenverlegte Züge. So, jetzt wollen wir aber die neuen Leitungen auch durch den Rahmen kriegen. Wie kann ich das am besten machen? Genau, deswegen habe ich hier den kleinen Trick mit der Speiche.
Die Speiche passt genau hier entsprechend reingeschraubt. Man muss halt entsprechend jetzt gleich nur die noch korrekt ablängen. Also du knippst jetzt die Speiche wirklich ab. Genau. Also du nutzt jetzt den Gewindeteil einer Speiche, den du in die alte Hülle reinschraubst. Und dann steckst du von der anderen Seite die neue drauf. Genau. Und ziehst das dann damit durch. Wir haben hier die geschlossene. Das hier, das ist der Pin, von dem man immer spricht. Genau, das ist der Pin. Der wird in den meisten Fällen so oder so abgeschnitten, da die Bremsleitung in vielen oder fast allen Fällen zu lang ist. Deswegen mache ich mir jetzt auch dort herzlich wenig Sorgen rum, dass ich den halt einfach abschneide und dann kann ich das halt entsprechend hier raufstecken. Es geht ein klein wenig Öl flöten, das ist aber jetzt nicht so wild. Man kann halt einfach gleich mit einem Tuch dastehen und den Überschuss wegwischen und dann kann man halt versuchen, das hier entsprechend leicht durchzuziehen. Und der Pin, den habe ich aber bei einer neuen Bremse immer auch nochmal dabei, damit ich dann, weil den brauche ich ja. Richtig. Ich kann den nicht einfach abschneiden und weglassen, sondern der muss dann nochmal neu eingeschlagen werden, damit die Bremse dann noch vernünftig funktioniert. Aber das zeige ich dann später, wenn wir halt tatsächlich zum Anschließen kommen und auch beim Ablenken. Da wird dann halt alles erklärt, wie es abgelenkt werden muss und so weiter und so fort. Aber jetzt schneiden wir das erstmal ab. Dafür gibt es von Shimano ein spezielles Werkzeug. Genau, ein bisschen Kraft aufwenden. Zack. Wichtig ist halt später dann, dass der Schnitt gerade ist. So, und jetzt kommen wir hier zu dem aufwendigen Teil. Ich drehe wieder das Rad entsprechend normal hin. Okay, also du hast jetzt die Leitung darauf geschoben, richtig festgesteckt, damit es auch hält. Man sieht jetzt hier auch, dass es ein klitzekleines bisschen Spiel hat. Machen wir den das ist nicht so wild, die sind eigentlich relativ robust. Jetzt muss man hier halt schauen, wie man das entsprechend durchbekommt. Da sieht man, langsam kriegt man das. Wichtig ist, dass man immer die neue Leitung drückt, weil wenn man einfach alten nur zieht, dann kann trotzdem passieren, dass es rausgezogen wird. Das wollen wir ja vermeiden, weil ansonsten wird es eine ganz große Frickearbeit. Okay, du hast jetzt quasi hier am Tretlager vorbei entlang geschoben und gezogen, die Leitung. Genau. Und die wandert jetzt hier wieder im Unterrohr nach oben und soll dann dort oben links rauskommen. Und dabei immer parallel schieben und ziehen. Immer mal wieder schauen, wo dran es jetzt hakt. Und da kommen wir schon vorne raus. Und da vorne ist unser Übergang. So, jetzt können wir hier das ab. Sieht es von Kratzern aus, soweit in Ordnung. Also da auch immer noch mal kontrollieren, dass wir die Leitung nicht gleich wieder aufkratzen an den Ausgängen. Wichtig ist es halt, dass man kontrolliert und nicht in die scharfen Kanten vielleicht vom Rahmen reingerät. Insbesondere bei einer Hydraulikleitung ist es halt ärgerlich, weil die dann nicht mehr den Druck hält. Und dort kann sie dann platzen oder halt im Allgemeinen aufgehen. Ich baue jetzt hier halt den Adapter an, dass ich die Bremsleiter wieder anbringen kann. Und den Adapter benötigen wir ja, weil wir ja statt standardmäßig bei Flat Mount ist eine 140 mm große Bremsscheibe vorgesehen. Wir wollen aber eine 160 mm große Bremsscheibe verbauen, weil die einfach deutlich hitzebeständiger ist. Und damit wir eine Scheibe mit einem größeren Durchmesser nutzen, setzen wir den Sattel mit dem Adapter ein Stück höher und können dann eben eine größere Scheibe verbauen. Genau. Kann ich jeden Adapter verwenden? Nein, also wünschenswert wäre es, wenn man halt immer den herstellerspezifischen Adapter verwendet. Die Hersteller haben erstaunlicherweise tatsächlich ganz minimal verschiedene Drehungen. Bedeutet, man kann leider keinen Makuga-Bremssattel-Adapter an der Shimano-Bremse fahren. Hm. Würde gegebenenfalls dazu führen, dass dann halt entweder der Bremssattel zu hoch oder zu tief sitzt. Gleiche gilt dann auch für SRAM, Campagnolo, Tektro und so weiter und so fort. Hier sieht man jetzt auch schön den Lack abplatzen. Da der uns später so oder so nur stören wird, können wir den auch schon abnehmen. Bei verschraubten Flächen sollte Lack im Endeffekt auch nie da sein, aber der Optik wegen werden die Flächen leider mitlackiert. Aber da sitzt ja dann eigentlich, das sieht man ja eh nicht, ne? Das ist unten. Würde aber nur stören. Richtig. Das können wir halt dann nachher, wenn wir die Bremse noch entsprechend einstellen, können wir das auch noch korrekt machen. Genau. So, der ist jetzt erstmal so weit dran. Da können wir entsprechend hier vorne unsere schöne Schraube rausholen. Einfach. Das geht einfach mit einer Zange und ein bisschen drehen. Genau. Das kann ich auch wieder verwenden. Ja. So, und jetzt kommt hier das gleiche Spiel. Jetzt hast du wieder den Pin abgeschnitten. Genau. Damit das jetzt wieder angesteckt werden kann. Und jetzt ziehen wir es wieder von unten nach oben durch. Jetzt ist der Weg deutlich kürzer, Gott sei Dank. Und gerade. Ging deutlich leichter. Weniger Aufwand. Also hier wäre es vielleicht auch sogar, hätten wir es eventuell gar nicht unbedingt gebraucht. Genau, da ich aber nicht weiß, ob hier drin ein Kanal verlegt ist oder nicht, habe ich es halt trotzdem zusammengesteckt. Viele Gabeln, insbesondere Carbon-Gabeln, haben halt einfach direkt einen Kanal drin. Wichtig bei Shimano ist es, die obere Schraube zuerst festzuschrauben, da diese am Bremssattel vorbeigeschoben werden muss. Wenn man die untere zuerst festgeschraubt hat, dann bekommt man die obere Schraube nicht mehr korrekt eingesetzt.
Bei der Vorderradbremse war der Adapter jetzt ja schon direkt am Bremssattel montiert. Genau. Ich nehme an, das hängt damit zusammen, weil ich hier von vornherein ja den Bremssattel nicht an der Gabel festschrauben kann, weil ich ja nicht von vorne die Schrauben durch das Gabelbein stecke, sondern eben auch von hinten über den Adapter festschrauben. Ja, wobei es gibt halt mittlerweile auch Gabeln, die einen höher sitzenden Flatmount-Aufnahme haben. Die sind dann halt für maximal 180, aber minimal 160. Da müsste man den Adapter entsprechend herumdrehen. Da diese Gabel aber noch für 160 mm maximal ausgelegt ist, war es halt korrekt schon verbaut. Okay. Und jetzt kommen wir hier dazu, schon das erste Mal in die Richtung zu legen. Unsere Hinterradbremse kommt normalerweise nach rechts und unsere Vorderradbremse nach links. Könnte ich mich jetzt eigentlich, weil du sagtest gerade Vorderradbremse nach links, Hinterradbremse nach rechts, könnte ich mich jetzt einfach dafür entscheiden, indem ich die Leitungen einfach umgekehrt anstecke, dass ich die Vorderradbremse nach rechts mache? Wäre eine Option, wenn man halt entsprechend Moto-Style, so nennt es sich, fahren möchte. Das ist in Europa eher selten. Das ist so ein Ding von den britischen Inseln. Ja. Ich würde es jetzt nicht einfach verkehrt anbringen, weil die meisten Leute kommen damit tatsächlich nicht zurecht, weil auf einmal die Vorderradbremse deutlich kräftiger ist. Mhm. Auf der anderen Seite. Weil sie auf der anderen Seite sitzt. Bremssättel sind jetzt angebracht, die Leitungen sind verlegt. Wir wissen, wo sie hinkommen, wir wissen, wo sie hin sollen. Jetzt haben wir auch schon die Schalthöhlen abgelenkt, die werden wir halt gleich noch anbringen und die STIs mit neuen Bauzügen gleich durchziehen, dass wir dann halt entsprechend dazu übergehen können, das für heute fertig zu machen. Und dann können wir halt die nächste Folge im Endeffekt schon starten, wo wir dann die Bremse entlüften. Jetzt können wir entsprechend auch schon darüber abschätzen, wie lang wir unsere Bremsleitung lassen wollen. Bis wohin würdest du die Bremsleitung dann ablenken? Wenn die korrekt sitzt hier, ja, soll man sich die Mutter nehmen und von dort aus 20 mm länger lassen. Bedeutet, hier wäre jetzt die korrekte Position. Okay. Und woher weiß ich jetzt aber eigentlich, was die korrekte Länge wäre für meine Bremsleitung? Also nicht nur hier vorne, sondern auch... Ich kann mir vorstellen, du hast hier mehr Platz gelassen, weil ich natürlich den Lenker noch... Genau, also im Endeffekt, ich persönlich bevorzuge es halt so, dass ich bis zum Anschlag noch ein klitzekleines bisschen Freiraum hier habe, weil das ist die maximale Position, die sich der Lenker drehen kann. Ja. Wenn es jetzt halt, ich zeig's einmal, zu straff ist, sieht man jetzt hier, wie es hier gleich rausrutscht. Und das kann halt entweder dazu führen, dass hier was kaputt geht, hier irgendwie was rausgerissen wird, das kann halt leider alles passieren. Genau, jetzt wieder hier entsprechend... ablenken. Genau, hier jetzt aufpassen, weil dort ist jetzt Flüssigkeit drin. Es gibt keinen Unterdruck mehr, das könnt ihr jetzt raussuppen. Nichtsdestotrotz kann man es halt entspannt hängen lassen, da passiert normalerweise nicht viel. Genau, das ist jetzt der sogenannte Pin, was ja aussieht wie so ein kleiner Nagel eigentlich. Genau, der muss halt entsprechend korrekt sitzen. Mhm. So ist es gut. Also korrekt heißt, dass der schön abschließt mit dem Ende der Leitung. In den Shimano STIs ist eine Olive schon vorinstalliert und die Überwurfmutter hängt halt hier jetzt dran, dass halt alles weitere an Anschlussmaterial schon hier drin verbaut ist. Also ich muss jetzt im Endeffekt nur die Überwurfmutter lösen. Das machen wir mit einem 8 mm Maulschlüssel. Hier kommt jetzt die Olive mit raus. Korrekte Einbaureihenfolge ist halt Überwurfmutter, Olive, Stützhülse. Und das wird dann entsprechend einfach hier hereingesetzt. Wichtig ist, dass bei den ganzen Child-Bremsgriffen die Mutter gerade eingedreht wird. Der Ausgang davon ist ganz leicht schräg. Also nicht irgendwie die Mutter derartig ausrichten, sondern entsprechend in die Richtung von Hand andrehen. Wenn es leicht geht, weiß man, okay, man hat es richtig gemacht. Das sollte alles leicht gehen, bis es irgendwann einen Widerstand gibt, dann weiß man, okay, jetzt verpresse ich halt die Olive auf der Bremsleitung und mache das System dicht. So, da wir jetzt hier soweit alles angeschlossen haben, können wir auch die Leitungen fixieren. Das tun wir mit Isoband. Also jetzt für die Vorderradbremse das gleiche Spiel wie bei der Hinterradbremse? Ähnlich. Vorderradbremse kann sich halt normalerweise nicht herumwickeln. Die versuche ich halt so kurz wie möglich zu halten, dass er sich bei anderen Situationen nicht verfängt. Andererseits kann man die halt auch länger lassen, weil man halt mit einer
Lenkertasche fährt, dass halt entsprechend die Leitung hier nicht dauerhaft am Steuerrohr reibt, sondern dass halt die Lenkertasche quasi genau dazwischen passt. Muss man halt für sich schauen, wie man es halt mag. Das gleiche wie vorhin, wir öffnen die Überwurfmutter. Genau. Also Flo, die Bremssättel sind montiert, die STIs sind dran. Das heißt also, mit dem Anbau der Bremsanlage sind wir fertig. Was kommt als nächstes? Genau, die größte Baustelle haben wir jetzt hinter uns gelassen. Wir werden jetzt die Schaltung noch korrekt anbringen. Dann werden wir neue Laufräder bestücken, diese dann einbauen. Dann können wir die Bremse einstellen, die Schaltung einstellen. Zum Ende werden wir dann noch einen neuen Lenker verbauen und das Lenkerband wickeln. Das siehst du dann in einem der nächsten Videos. Wenn du bis dahin Fragen hast, dann gerne rein damit in die Kommentare. Wenn du nichts verpassen willst, dann gerne die Glocke drücken und dabei vielleicht auch gleich den Kanal abonnieren. Und über Daumen nach oben freuen wir uns natürlich auch immer. Es war eine sehr aufwendige Session hier im Bike24 Workshop. Es werden ein paar Videos kommen, da ist der Arbeitsaufwand nicht ganz so groß. Bis dahin, wir sehen uns bald wieder hier in der Werkstatt. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.